Leviosa! So. Wingardium Leviosa! Bam! B-b-bam! Und... B-b-bam! Kakofunden. Boah, hier sogar gekrittet. Ja, also... So muss das sein. So. Die haben Naturwiderstand. Sehr nett. So. Hätten wir das? 7884 Gruppenerfahrung. Ein Steak haben sie dabei gehabt. Sehr schön. So. Okay. Dann haben wir wieder eine gerade Zahl. Können wir jetzt den Klempner rufen? Oh, du. Ha, ha, ha. Ja, genau. Sehr schön. Ziemlich einfach. Oh, die Spielhalle. Wir lieben diese Pixel-Art-Spiele. Wir lieben diese Spiele. Sie erinnern mich an so viele gute Dinge aus meiner Kindheit. Ja, das ist mir definitiv eine Münze wert. Ich liebe Space Invaders. Space Invaders, also doch. Ja, so. Wow, wow, was ist denn hier los? Als du die Münze einwirfst, erscheint schwarzer Rauch. Er kommt aus der Spielhalle. Der schwarze Rauch verwandelt sich in, oh Gott, Space Invaders. So, da sind sie. Drei Stück. Super effizient, ja. Also wenn man hier mit normalen Angriffen kommt, dann ist das schon sehr super effizient, ne? So, Akkord der Macht. Ich habe natürlich, ist mir auch aufgefallen, den falschen Move gesetzt gehabt. Ich würde natürlich den Herzschuss setzen. Aber die Viecher halt gar nichts aus. Muss ich leider so feststellen. Akkord der Macht. So, ich glaube mal, der müsste dann sterben. Ja, der stirbt dann damit auf alle Fälle. So, jetzt der hier, der ist 699 Damage. Geil. So. Elixier der Raffnis. Plus 10 Crit, hält 4 Runden lang. Das werden mir meine Freunde niemals glauben. Ich muss ihnen alles haargenau erzählen, was wir erlebt haben. Ja, mach das mal. Schreib am besten noch ein Tagebuch oder ein Buch allgemein darüber. Der schwarze Rauch hat sich wieder in den Spielautomaten verzogen. 52 Gold. So. Ja, hier. Komm. Go, go. Wirbelsturm soll noch ein bisschen höher gehen. Und hier. Haben wir auch eine gerade Zahl. Super. Gut. Oh, jetzt können wir hier... Jetzt haben wir die andere Quest nicht mehr. Okay, jetzt können wir nur die machen. Ritter vom Nie! Während manche fliehen konnten, kommen andere auf euch zu. Mir ist schon klar, dass der Gedanke, Monster zu bekämpfen, die direkt dorthin unterwegs sind, wo wir diese Rollenspiel-Session spielen, ziemlich beunruhigend ist. Aber wir müssen etwas unternehmen, und zwar schnell. Das ist der krasseste Gedanke, den ich jemals meinem erbärmlichen Leben gedacht habe. Aber er ist total lustig. Yeah! Ritter vom Nie! Nie, nie, nie! Ja, aua, meine Ohren. Genau. Schnell vernichten sie. Vernichte sie. So. Jetzt machen wir hier mehr, als wir machen müssen. Dafür lieben mich ja meine Fans. Bam! Das ist hier so eine... Wisst ihr, was das hier für Viecher sind? Das sind solche, welche in Parkanlagen auf Frauen auflauern und dann immer die ihre Trenchcoats öffnen. Das sind die Viecher hier. Müsst ihr mal aufpassen, wenn sie hier... Wenn sie wieder einen Move machen. Diese... Exhibitionisten oder wie sie heißen. Ja, ich wusste es. Ich
müsste jetzt hier langsam mal der Oma ein bisschen Unterstützung zukommen lassen. Oma, heile dich! Im Schutze deiner Kuppel! Babbel dich weg! Ja, genau. WoW-like. In die Bubble zurückziehen und Ruhestein einhauen. Ja, das ist immer das Klassischste, was man machen kann. Ja, jetzt ist hier die Frage. Okay. Was ist denn da los? Ich glaube, ich werde nicht mehr hier. Ich glaube, mein Schwein pfeift, wenn er auf die Oma einhaut und ich auf den Bogen schützen. So, die Bienen sind down. Jetzt hier der Herzschuss da noch auf den. Der hätte auch mal kritten können, oder? So, der stirbt natürlich auch. Der ist dann auch bei der nächsten Runde down. Dann können wir jetzt hier Einklang mal auf den hauen. Die Oma hält sich mit einer Wonne. Die hat ja ihre dicken, fetten Amulette. Wir können sie auch B.A. Brachius nennen. Beziehungsweise die Oma von B.A. Brachius ist das vielleicht sogar. Väter, mütterlicherseits. Sagen wir mal so. Naja, B.A. Brachius hat eine weiße Oma. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich bezweifle es, aber behaupten wir jetzt einfach mal für diese Session, dass das hier die Großmutter ist mit ihren ganzen, ja, hier, mit dem ganzen Gold, was sie so bei sich trägt. Ach, sehen wir leider gerade nicht. Nein! Du solltest dieses Stasisfeld rausknallen, aber nun gut. Ist ja auch Wurst. Ist ja auch Wurst. 310 Gold! Ein Pilz. Yay! Fähigkeitspunkte. Hier kommt Herzschuss. Oder hier? Herzschuss, komm. Was soll der Geiz? Bald auf den Herzschuss. Gute Arbeit! Ihr konntet sie loswerden. Sie wären jeden Augenblick in unsere Rollenspiel-Session geplatzt. Jetzt können wir uns anderen Dingen zuwenden und die Spielhalle gehört wieder den Kids. Nur wegen ein paar angreifenden Ritter diese Rollenspiel-Session zu unterbrechen, hätte mir nicht gefallen. Mir auch nicht. Na, zum Glück sind die sich einig. Wenigstens werden uns diese Monster jetzt nicht mehr auf die Nerven gehen. Na, das ist doch schön. Bringe deinen Charakter. Ja, ja, ja. Okay. Ja, oh Gott, der Macht. Jetzt können wir hier mal weiterziehen. Oder haben wir hier noch eine Quest? Haben wir hier keine mehr? Ich guck lieber noch mal hier sicherheitshalber, ne? Sicherheitshalber. Ne, da haben wir auch nichts weiter. Okay. Oh, hier können wir sogar tatsächlich laufen, also direkt den Weg machen. Oh, wer kennt sie nicht? Die gute alte Schule. Oder ihr kennt sie wahrscheinlich leider noch, weil dann tagtäglich dahin geht. Aber nun gut, ja, die Schule ist schon ein sehr schöner Ort. Jagd! Ritter vom Nie! Also hier haben wir leider keinen. Na, okay. Schnell, tötet sie alle! Keine Sorge, Meister! Wir gehen hier gewissenhaft zur Sache. Wir möchten nicht, dass diese Session jemals endet. Wir werden sie aufhalten. Danke für eure Anteilnahme. Sehr schön. Okay, jetzt hier wieder 6 Ritter. Plus ein zusätzlich, ne? Weil wir machen das immer sehr gründlich. Herzschuss! So. So, jetzt als nächstes kann der dann erstmal supporten, der werte Freund Blase, namens Sportskanone. Und der müsste wirklich nur kritten, also das wäre mir sehr lieb. Hui! Stasisfeld, yay! Herzschuss. Jetzt gehen wir die gesamte Reihe einfach nur so durch. Ja, hier. Hugo. Hugo? Ja, Hugo der Barbar und die Großmutter, die kümmern sich um die linke Seite und
der Bogenschütze, der macht dann halt immer so eine richtig schönen One-Hits. Beziehungsweise er markiert sie. Schon mal. Oder tötet sie sogar. Für dann, für die Sportskanone. Ja. So, okay. Jetzt auf den nächsten hier, auf die Nummer 9. Ja, also das ist sehr schön. Also dieser Akkord hier macht in Verbindung mit diesem Herzschuss Top-Ding. Wenn man nicht gerade hier gegen den schwarzen Drachen kämpft, kann man echt empfehlen. So, Hugo. Go, go. So, der, ja, sauber. Passt doch. Ach, verdammt, ich dachte, wir sind schon fertig. So, jetzt sind wir fertig. Yeah! Wir haben es. Schwarzer Topazring, 5 Crit. Ja, oder schwacher Topazring, tut mir leid. So, gut gemacht, alle Mann. Okay, zurück zum Geschäft. Vielen Dank. Sehr schön. Das ist aber sehr schön. So. Unsere Gruppe wird eingegriffen. Ach ja, Akkord der Macht wird wieder gespielt, geschremmt und dann hier pff, Gewitterschlag, komm. Was soll der Geiz? Da Herzschlag in die Mitte, Herzschlag, Herzschuss. Das wäre so geil, wenn man den kumulieren könnte. Mal so stacken, von wegen, dass man dann so plus 300 Angriff dann hat für 6 Runden oder so. Ach ja. Ja, schon geil. Ja, schon geil. So, komm. Ruhig. Okay, hätten wir. Die hatten keine Möglichkeit zu gewinnen. So. Jagd, Ritter vom Nie. Lasst uns zurückgehen. Fürs Erste ist unsere Welt wieder sicher. Vielleicht können wir ja mehr über diese Ritter herausfinden. Du hast recht. Nape Gable hat wertvolle Informationen für euch bereit. Aber zuerst müssen wir nochmal durch das Portal gehen. Ritter vom Nie. Nervt. Das, ja, stimmt. Säubert den Portalbereich, damit ihr die Pen-and-Paper-Welt zurückkehren könnt. Okay, jetzt müssen wir schon wieder gegen diese Knirche kämpfen. So, die nerven aber echt. Muss ich so sagen. Muss ich echt so sagen. Dass die überhaupt eine Daseinsberechtigung haben, ja? Diese komischen Viecher. So, da hätten wir's. Und der Typ hier, da nochmal so ein komisches... ja, was heißt nicht komisches? Da eine schöne Wirbelattacke. Sie hier. Ach, wie toll ich. Wie toll ich das doch ist. Ja, okay, kann man ja auch mal bringen, ne? Okay, so, weiter geht's. Bam! Und... Das war fies. Das war echt fies.